Ey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Aragami 2. Yes, yes, ja. Ich habe hier schon mal die Mission angenommen und wir haben zum ersten Mal so eine, ja, Vorgabe. Bleibe unentdeckt und töte niemanden. Ja, nicht so leicht als das. Okay, und wir müssen ganz nach oben. Ich gehe ein bisschen auf Risiko, einfach weil mein zweiter Vorname ist Risiko. Ach nee, ist ja Chaos. Aber Chaos und Risiko sind ja quasi Nachbarn. Hierhin läuft's gut, Freunde. Läuft wie in meiner Nase. Wir sind ja wieder in dem Zeitraum, wo man bei jedem Mal, wenn die Nase ein bisschen dicht ist, denkt, alles klar, das war's. Ich hab dieses Rona. Das war's. Ich hab dieses Rona, Alter. Okay, ich glaube, wir kommen bisher ganz gut. Ich würde gern da lang. Da oben hin. Ja, das ist ja gar nichts, Alter. Finde deine innere Ruhe. Okay. Der Typ da oben muss halt weg. Du erlangst die Kontrolle über deinen Körper wieder und erinnerst dich an dein Ziel, andere zu beschützen. Du musst zurückgehen. What? Als ob ich ein ungutes Gefühl... Oh Gott. Und jetzt unser Dorf angegriffen? Das Ding ist, ich würde gerne springen, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich da nicht ranhängen kann.
Alles cool, Freunde. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Denn ich bin ein Ninja. Okay. Haben wir geschafft, Baby. Ach, guck mal, und hier kann man auch nicht. Hier haben sie dran gedacht, weißt du? Alright. Irgendwas Spezielles bekommen? Nö. Okay. Aber das war der letzte Familienauftrag. Oh no. Weiß sie gar nicht mehr, wer sie ist? Und wird jetzt eingesperrt, so wie der eine andere Typ, von dem wir gehört haben? Okay, das ist hart kacke. Sire. Sire. Saino, Masuka Dosho. Die nehmen ihr die Maske weg?
What? What? Sansa. Sansos Mut und Aufopferung. Yeah. Nein, die des gesamten Clans. Du bist eine Inspiration für alle. Und weil du so inspirierend bist, hat die sich in den Tod geschmissen. Meine fürchterliche Vorahnung raubt mir den Schlaf. Ich dachte, es ging um Sansos bevorstehenden Tod. Aber das Gefühl ist noch immer da. Und ich fürchte, es könnte damit zu tun haben. Du hältst einen Anhänger mit einem seltsamen Stein. Ich will den nicht. Im essentiellen Erz war neben euren noch eine zusätzliche Seele. Andersartig. Mächtig. Als ich eure Seelen freisetzte, verhinderte ich, dass die letzte herauskommt. Dieser Stein hier ist nicht das essentielle Erz. Es ist eine kristallisierte Seele. Du sollst sie beschützen. Ich denke, so soll es sein. Etwas Furchtbares wird geschehen und wir müssen bereit sein. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ich möchte ein Schutzsiegel machen. Eine Art magische Barriere errichten, um uns vor der Außenwelt zu schützen. Du musst mir ein paar Sachen für das Ritual besorgen. Geh doch erstmal zu Netto. Aber bitte sprich zuerst mit Sumire. Sie braucht dich. Lassen wir das unkommentiert? Holy fuck. Einfach jeder will mit uns reden. Ich meine, ich kann's verstehen. Wir sind halt cool. Ich habe immer nach Ruhe gesucht. Aber ich verspüre eine schwere und erstickende Stille, die uns alle letzten Endes unter sich begraben wird. Wie ein Segelboot ohne Wind, so laufen auch wir Gefahr, für immer gefangen zu sein. Was bringt die Zukunft? Die Antwort, mein Freund. The answer, my friend. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Wenn ihr jetzt denkt, was hat denn er für eine Macke? Ja. Habe ich hier die Blasmaschine an? Oh, hier, Nagasaki will mit uns reden. Nutze diese Zeit, um deinen Körper zu trainieren. Das Training wird deinen Geist zur Ruhe bringen. Schlaf, vergessen, Wahnsinn, tot. Durch wie viele Türen musst du gehen, um den Schmerz zu ertragen? Keine Ahnung, sag's mir. Ich bin so traurig, dass nicht einmal die Geräusche der Schmiede mich aufmuntern. Das, was mit Sansu passiert ist, könnte wieder auftreten. Also, werde ich dich eines Tages verlieren? Nehme nur mal hier mich! Wir haben ja noch Sachen, die wir noch gar nicht hergestellt haben. Und das werden wir jetzt mal machen. Tragen werden wir es nicht, aber wir stellen es her. Einfach... damit wir zeigen können, Alter, dass wir auf richtig dicke Hose machen. Ja, das ist das Einzige. Sorry, ey, es geht in Richtung Winter. Ich glaube nicht, dass es dieses Rona ist, aber heutzutage, man weiß ja nicht. Was ist Einsamkeit? Manchmal reicht ein einziger Gedanke, um eine Welt zu füllen. Sansa wurde geliebt und man wird sich an sie erinnern. Wir haben übrigens hier Purpur auch gefunden als Farbe, was ich ziemlich geil finde. Und ich überlege tatsächlich, ob wir die Maske halt Purpur färben. Den Rest, ich weiß nicht. Es ist auch lustig, ne? Es wird grün, wenn wir Purpur einstellen.
weil nämlich die die Bällchen dann rot werden. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die Hose ist sowieso rot. Egal. Aber so finde ich es ganz nice. Ey, sorry Leute, Alter. Ah, hier, der Spinner hat auch was zu sagen. Dorun? Tod? Bring mich nicht zum Lachen. Ehre im Tod ist nur für die Lebenden. Das Schicksal, das dich erwartet, ist verhängnisvoller. Okay. Wo ist denn Olle Sumire? Sansu ist tot. Das ist ein fürchterlicher Verlust. Ich fürchte, unser Dorf wird dahin schwinden. Auch wenn wir es schaffen, Akatsuki jetzt aufzuhalten, wird das Tal ohne Schutz sein, wenn wir weg sind. Was sollen wir machen? I don't know, man. So viele Fragen und so wenig Antworten. Ja, wo ich ihn. Wait, what? Da waren wir doch schon mal oben, oder? Waren wir hier schon mal oben? Ich glaub schon. Du hast mich gefunden. Melancholisches Schmunzeln? Meine Mutter dachte, sie wäre eine Last. Sie wollte nicht, dass ich mir Sorgen um sie mache. Deswegen hat sie sich in den Tod geschmissen. Sie wollte, dass ich mein eigenes Leben lebe. Sie gab mir sogar ein Buch über Origami als Ablenkung. Wahrscheinlich hattest du etwas damit zu tun. Melancholisches Schmunzeln. Du hast immer auf mich aufgepasst. Zuerst dachte ich, es ginge ihr besser, aber schon bald wusste ich, dass ich mich täuschte. Sie hat so lange darum gekämpft, mich wiederzufinden. Und als es ihr endlich gelang, hat sie ihren Frieden gefunden. Sie wusste, dass die gemeinsame Zeit ein Geschenk war. Darum wollte ich ihr nicht von der Seite weichen. Ich wollte mich von ihr verabschieden und sicher sein können, dass ich an ihrer Seite war. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Sie war nie eine Belastung. Das ist Mutterliebe nie. Weißt du was? Ich weiß, du trägst die Zukunft der Aragami auf deinen Schultern. Uns zu beschützen ist vielleicht deine Pflicht. Aber du bist nicht für unsere Zukunft verantwortlich. Was trägst du da um den Hals? Nimm den Anhänger, den Lady Miyoshi dir gab. Eine weitere Bürde. Ich spüre, dass eine gewaltige Traurigkeit von dem Anhänger ausgeht. Warte. Ich glaube, ich habe etwas über Origami gelernt. Falte zwei kleine... Heilige Grenz... Was? Falte zwei kleine heilige Grenzzeichen? Du beschützt uns alle. Bindet sie an den Anhänger an jeder Seite der kristallierenden... Was geht denn hier ab? Aber ich werde dich beschützen. Fröhliches Schmunzeln. Okay, kriege ich hin. Ungefähr. Schutzsiegel.
Okay, Schutzsiegel, Freunde. Ich täusche mich immer so ein bisschen, wo der Weg lang geht, um ehrlich zu sein. Ist eigentlich irgendwas... Ich guck immer wieder mal in unser Haus rein. Weil ich die ganze Zeit denke, da muss doch mal... Irgendwas muss doch irgendwann mit unserem Haus sein. Oder hatten die einen Plan? Für irgendwas, was da noch kommen sollte. Und genauso, was ist mit dieser Höhle da unten, wo nie was drin ist? Weißt du, wie ich meine? Fragen über Fragen, liebe Freunde. Schutzsiegel 1. Eliminiere den Elite-Soldaten. Sie führt unaufhaltbare Angriffe mit hoher Frequenz aus. Überlegene Ausweichchance und Ausdauer. Okay, aber... Kann ich hier auch einfach wegmoschen? Der Dude da. Der sieht richtig nice aus. Dachte ich mir, dass hier einer ist. Hey, der sieht aus wie so ein Samurai. Hier ätherisches Öl aus dem Leichnam. Okay. Numero uno. Überleg, ob es Sinn macht, erst nach oben zu gehen. Okay, das können wir aber relativ nice lösen, glaube ich.
Die sehen nice aus, Alter. Holy shit. Okay. Alles cool, Freunde. Alles cool. Alles noch im Rahmen. Wo ist denn der letzte? Ich hab Flüstern ausgelöst, aus Versehen. Hier sieht nice aus. Okay, er steht da einfach mittendrin. Das war klar, dass der letzte wird richtig heavy, Alter. Okay, lass mal überlegen. Wir können ihn, können wir einfach hier hinter machen. Sieht der andere das? Entdeckte Spieler? Oh, come on. Wie soll mir der... Habe ich es wieder getan? Leute, ich habe es wieder getan. Ich habe schon wieder uns einfach versaut, dass wir dann trotzdem noch hier durchkommen mit keinem getötet, Alter. Den habe ich einfach nur umgebracht, weil ich sauer war. Das ist doch scheiße. Scheiße! Naja, haben wir wieder was im Livestream, was wir machen können. Aber wir haben ein Level Up. Level Up.
Runen ausweichen. Aber Ausweichverbesserung brauchen wir nicht wirklich. Wir brauchen Tarnungsverbesserung. Naja, Leute. Wie es weitergeht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von Aragami 2. Hinterlasst mir gern auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich hin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye.